Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder in den Kloschwurm eingeschaltet habt. Heute Teil 2 der Beetplanung. Wer Teil 1 verpasst hat, hier nochmal der Link. Nee. Naja, von euch aus rechts. Was nützt einem der beste Beetplan, wenn man nach 4 Wochen die Übersicht komplett verliert? Letztes Jahr leider passiert, habe ich gemerkt, habe ich vergessen, Rosenkohl und Wirsing vorzuziehen. Der ist natürlich zum Ende des Jahres nichts mehr geworden. Aus diesem Grund habe ich mir dieses Jahr alles auf eine Monatsübersicht geschrieben, was ich wann an welchem Tag zu tun habe. Dieses Jahr kommen auch noch die Mondenphasen mit zu. Ich habe in der Planung jetzt nur die beschriebenen Beete berücksichtigt. Sachen wie Obstbaumschnitt oder andere Tätigkeiten habe ich jetzt fürs Video erstmal weggelassen. Heute geht es darum, den Beetplan in eine zeitliche, übersichtliche Reihenfolge zu bringen, wo man alles auf einen Blick hat und nicht lange suchen muss. Das Gute ist, wenn man das alles einmal hat, kann man es für nächstes Jahr wieder nehmen. Also, viel Spaß beim Video jetzt! Jo, nehmen wir mal wieder als Beispiel dieses Starkzehrerbeet mit der Zucchini, dem Spinat und dem Blumenkohl. Als erstes schreibe ich mir auf, welche Pflanzen alle ins Beet kommen. Hier zum Beispiel Blumenkohl, Rucola, Radieschen, Zucchini, Wirsing und Spinat. Als nächstes schreibe ich mir dann die Pflanzabstände auf und die daraus resultierenden Pflanzen, die dann wichtig sind für die Vorkultur. Das heißt, im März fange ich an, den Blumenkohl vorzuziehen. Also hier A für Anfang. Anfang März 6 Pflanzen. Gut, man macht immer ein bisschen mehr. Also 6 Pflanzen benötige ich, um eine Reihe voll zu kriegen. Also kommen in die Voranzucht 6 Pflanzen. Ja, welche Pflanzen ziehe ich vor in der Vorkultur? Das ist der Blumenkohl hier jeweils. Die Zucchini wird vorgezogen und der Wirsing. Als nächstes kommt dann die Spalte, was wird direkt ausgesät? Direkt ausgesät wird zum Beispiel der Rucola, die Radieschen und der Spinat. Aus der Vorkultur muss der dann irgendwann gepflanzt werden. Habe ich dann hier den Blumenkohl wieder, die Zucchini und den Wirsing, wenn die gepflanzt werden, die Termine. So, die Spalte muss jetzt nicht unbedingt sein, aber ich habe es mal mit für mich reingenommen, interessenhalber, weil manche Sachen müssen halt geerntet werden, weil dann Platz geschaffen wird für die Nachkultur. Man kann es mit aufnehmen, muss man aber nicht. Als nächsten Schritt habe ich jetzt hier mal den Juni genommen als Beispiel. Steht jetzt hier zum Beispiel Pflanzung, Starkzehrerbeet Nummer 1, Blumenkohl und Wirsing. Hier zum Beispiel Pflanzung, Starkzehrerbeet 2, muss der Porree gepflanzt werden. Oder hier unten zum Beispiel die Ernte, ein Schwachzehrerbeet, Romana, Lollo und die Erbsen. Oder hier unten zum Beispiel Ernte im Mittelzehrerbeet Nummer 1, die Frühmöhren. Hier unten haben wir nochmal den Blumenkohl. Der muss geerntet werden, weil Anfang August kommt die Nachkultur rein. Hier können wir nochmal als Beispiel den September nehmen. Hier im September bleibt nicht mehr viel übrig, außer Aussaat von Radieschen im Starkzehrerbeet 1 und im Schwachzehrerbeet die Ernte von den Erbsen. Jetzt habt ihr einen kleinen Einblick in meine Planung bekommen. Ich würde mich freuen, wenn ich euch ein wenig helfen konnte. Und in diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über ein Däumchen nach oben freuen. Fragen gerne unten in die Kommentare oder bei Facebook. Und Abo, wisst ihr, wenn ihr nicht getan habt, gerne Abo hinterlassen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.